Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Düker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Generalaussprache in diesem Jahr zum Haushalt findet in Zeiten des Terrors statt, der gestern auch Straßburg erreicht hat. Und jenseits des politischen Schlagabtauschs, der heute wieder heftig und leidenschaftlich geführt wird, sind unsere Gedanken von allen Fraktionen heute bei der Seite der Opfer, bei den Opfern. Und auch wir hier in Nordrhein-Westfalen arbeiten immer noch in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss an der Aufarbeitung des schrecklichen Anschlags vor genau 2 Jahren bei uns am Breitscheidplatz. Und da will ich mich einfach an dieser Stelle mal herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen in diesem Ausschuss, weil der findet nicht so sehr in der Öffentlichkeit statt. Da werden nicht die großen Auseinandersetzungen geführt. Herr Körner, Herr Sieveke, Herr Gerlings. Wir arbeiten da gut zusammen und ich finde, das sind wir den Opfern schuldig. Und wir arbeiten da gut zusammen, denn wir wollen auch hier für unser Land Lehren ziehen, um uns besser gegen diese Terrorgefahren zu wappnen. Dankeschön. Die Generalaussprache zum Haushalt findet aber auch in Zeiten statt, in denen über die Zukunft, über die Lebens- und über die Überlebensbedingungen unserer Kinder und Kindeskinder entschieden wird. In Katowice ringt man bei der 24. UN-Klimakonferenz über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Wie und ob man es schafft, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, dieses ehrgeizige Ziel, das von so zentraler Bedeutung ist, um den Klimawandel, der nicht in einer fernen Zukunft liegt, längst bei uns angekommen ist, um diesen Klimawandel beherrschbar zu halten und, um es christlich auszudrücken, für die Kollegen, Kolleginnen hier der christlichen Demokratischen Union, da geht es auch darum, diese Schöpfung zu bewahren. Und in Berlin ringt man deswegen darum, um einen schnellstmöglichen deutschen Kohleausstieg. Ja, Herr Löttgen, diese Braunkohle hat etwas damit zu tun, ob wir diesen Planeten retten können oder nicht. Und ja, es wird da ernsthaft um den Kohleausstieg gerungen. Und das ist auch nötig, denn Deutschland ist im internationalen Klimaindex weit zurückgefallen, eben wegen diesen fehlenden Maßnahmen im Bereich Kohle. Im Verkehrsbereich steigen die Emissionen sogar auf Platz 27. Und dann, Herr Löttgen, macht es mich wirklich fassungslos, wie man so zukunftsvergessen sein kann, in Ihrer Rede dieses Thema nicht mit einem Wort zu erwähnen, beziehungsweise es dann nur lächerlich zu machen und das Thema Klimaschutz auf eine Ebene in einem Atemzug mit dieser albernen Knecht-Ruprecht-Posse zu stellen. Das ist zukunftsvergessen, Herr Löttgen, denn da geht es um mehr. Herr Kutschaty, danke schön, Herr Kollege, Sie haben es immerhin geschafft, ich habe es mir notiert, einmal das Wort erneuerbare Energien und Windenergie in Ihrer Rede unterzubringen. Für die Sozialdemokratie ist das schon mal was. Dankeschön. Aber beim Thema Klimafolgeanpassung geht es um mehr als um eine Erwähnung in einem Nebensatz. Nehmen wir nur mal das Beispiel Klimafolgeanpassung. Denn der Klimawandel ist eben nicht in einer fernen Zukunft, sondern er ist diesen Sommer in unserem Land spürbar für alle Menschen angekommen. Die Umweltministerin hat das Thema inzwischen auch entdeckt und sieht Nachholbedarf in den Städten. Immerhin, schon mal was. Es geht um Hitzeinseln, Entsiegelung, Frischluftschneisen, Hochwasserschutz. Alles bekannte Notwendigkeiten. Frau Heinen-Esser kündigt dann auch im WDR gestern an, Zitat, wir werden Klimaanpassungsmaßnahmen deutlich verstärken müssen, denn in diesem Jahr haben wir gesehen, dass wir tatsächlich im Klimawandel stecken. Zitat Ende. Für diese bahnbrechende Erkenntnis hätte die Umweltministerin nicht nach Katowice fahren müssen. Sie hätte sich einfach mal vor Ort die Schäden, die wir in den Städten haben, ansehen müssen. Die Schäden von Stürmen, von Überschwemmungen und von Hitzefolgen. Und deswegen fordern die Städte auch zu Recht mehr Unterstützung vom Land. Passiert ist nur leider gar nichts. Gerade mal 1 Million Euro, mickrige 1 Million Euro, stehen für dieses wichtige Thema für Kommunen und für die Klimaanpassung im Einzelplan 10 zur Verfügung. Nach Aussage des Bundesumweltamtes müssten allerdings die Mittel von Bund und Ländern zur Klimaanpassung verzehnfacht werden, um uns darauf vorzubereiten.
unsere Anträge dazu selbstverständlich abgelehnt. Ich sage Ihnen hier und heute, reden Sie nicht nur von Klimafolgeanpassung, handeln Sie. Und auch das Thema, Herr Löttgen, war in Ihrer Rede nicht. Beim nächsten Sturm, bei der nächsten Überschwemmung sprechen wir uns dann wieder. Schaut man sich an, was die Menschen in unserem Land bewegt, wofür sie sich aussprechen, fällt auf, dass das Thema Klimaschutz und was man dafür tun müsste, sehr wohl bei den Bürgerinnen und Bürgern, also auch bei ihren Wählerinnen und Wählern, eher angekommen ist als hier rechts und links auf den Regierungsbänken. Der Deutschlandtrend vom 3. Dezember. Schauen Sie sich mal die Umfragen an. 92% der Menschen in NRW halten den Ausbau der erneuerbaren Energien für sinnvoll und nötig. 90% sprechen sich für strengere Umweltauflagen für die Industrie aus. Und immerhin 69% wollen einen schnelleren Kohleausstieg. Und sogar im Land der Automobilfetischisten sagen 53%, immerhin mehr als die Hälfte, dass es einen schnelleren Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb geben muss. Das, lieber Herr Laschet, sind nachweislich nicht nur Wählerinnen und Wähler der Grünen. Das sind auch Ihre Wählerinnen und Wähler. Und was liefert die CDU auf ihrem Bundesparteitag? Greenpeace hat gemessen. Gerade mal ähnlich wie hier, gerade mal 2% der Redezeit auf dem Bundesparteitag der CDU haben die Kandidatinnen und die Kandidaten für den Bundesvorsitz für den Klimawandel verwendet. Wie armselig und zukunftsvergessen ist das denn für eine Partei, die den Anspruch hat, Herr Laschet, Herr Löttgen, die den Anspruch hat, eine Volkspartei zu sein? Ja, wo ist denn da die Politik für die vielbeschworene Mitte? Dann könnte man meinen, ich habe ja mal, dank Phoenix kann man sowas ja inzwischen live und in Farbe verfolgen, dass nach den Vorsitzendenwahlen Armin Laschet als Ministerpräsident eines großen, wichtigen Industrielandes danach bei seiner Vorstellung, dass da jetzt endlich mal jemand kommt, der sowas wie Mut und Tatkraft zeigt, wie man so ein Bundesland, so ein Industrieland auf den Transformationsprozess denn nun vorbereitet. Wie er zum Beispiel die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2030, sind nicht grüne Klimaschutzziele im Übrigen, sondern der GroKo, wie er sie umsetzen will, wenn schon 2020 nicht gelingt. Minus 120 Millionen Tonnen CO2-Reduktion im Energiesektor vor, von derzeit rund 300 Millionen Tonnen. Herr Löttgen, da braucht man nur einen Rechenschieber, da braucht man noch nicht mal einen Taschenrechner. Das geht ohne einen Braunkohleausstieg bei uns im Rheinischen Revier nicht, wenn Sie diese Klimaschutzziele denn ernst nehmen. Oder wie, Herr Laschet, der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor mit einer Verkehrswende gelingen kann, bevor NRW im Stau und in Luftverschmutzung erstickt oder Fahrverbote das Land lahmlegen. 65% Anteil erneuerbarer Energien am Strommix steht auch im Klimaschutzplan. Wie wollen Sie das denn für NRW machen? Bestimmt nicht, indem Sie hier die Windenergie verteufeln und ausbremsen. Und last but not least, mit welchen Maßnahmen wollen Sie denn im Rheinischen Revier nun zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen, bevor die Bagger und die Kohlemeiler stillstehen? Da brauchen wir eine neue Leitentscheidung. Von Herrn Pinkwart hören wir nichts. Zu den Strukturfördermaßnahmen haben wir auch noch nicht viel gehört. Man könnte meinen, Achtung, der Konjunktiv, dass Herr Laschet sich diesen Themen offensiv mal zuwendet und das in seiner Bewerbungsrede schreibt. Aber man höre und staune, was kommt stattdessen? Erstens, vollmundige Bekenntnisse zum Bewahren dessen, was ist. Ganz viel Autosuggestion, dass man ja die energieintensive Industrie in NRW halten will. Ja, das ist auch richtig, aber nur mit dem Beschwören und mit dem Autosuggestiven, das kriegen wir schon irgendwie hin, funktioniert das nicht. Pläne, Ideen, Konzepte für unser Land, Fehlanzeige. Und dann kommt mal wieder eine durch keine Fakten belegbare, aber offenbar in bestimmten Kreisen umso beliebtere These, Achtung, Verdrängung, dass die Fahrverbote ja eigentlich gar nichts mit diesen Dieselbetrügereien zu tun haben. Die eigentlichen Verursacher, man höre und staune, laut Armin Laschet, sind nicht etwa die kriminellen Machenschaften der Autokonzerne, sondern diejenigen, die geltendes Recht vor Gericht einklagen. Herr Laschet, so hüllt man den Rechtsstaat aus, so löst man aber keine Probleme.
Wir haben in diesem Land unabhängige Gerichte, wir haben Gewaltenteilung, Rule of Law, die Herrschaft des Rechts. Auch da sind Sie als Ministerpräsident eines Landes dran gebunden. Als das Verwaltungsgericht Leipzig urteilt, Fahrverbote sind zulässig, meinen Sie lapidar, alles Quatsch. Bundesverwaltungsgericht. Alles Quatsch, was die Richter erzählen, Fahrverbote sind unverhältnismäßig. Sie haben danach gesagt, das ist alles unverhältnismäßig. Ja, ist alles unverhältnismäßig. Als deutsche Verwaltungsgerichte, das ging es ja weiter, aber die deutschen Verwaltungsgerichte haben das nun mal anders gesehen als Sie, Herr Laschet, und haben dann wegen der Untätigkeit auch Ihrer Politik dann Fahrverbote verhängt. Was passiert jetzt, nachdem die Gerichte Ihnen sagen, so läuft das nicht hier? Was machen Sie da? Sie fangen an, die Kläger zu beschimpfen und zu diffamieren. Der Kläger, die Deutsche Umwelthilfe, die schlicht und einfach geltendes Recht einklagt, soll nun in der Folge mundtot gemacht werden. Auf Ihrem Parteitag haben Sie nun mit sehr viel Werf und den zeigen wir es jetzt mal beschlossen, denen werden jetzt die öffentlichen Gelder weggenommen und die Gemeinnützigkeit aberkannt. Basta. Herr Laschet, so eine Politik nach Gutsherrenart, das finden wir skandalös. Herr Laschet, Sie lösen mit so einer Politik kein einziges der Probleme, die wir haben, indem Sie der DUH jetzt die Gelder wegnehmen. Und wenn Sie nur einen Bruchteil, vielleicht nur ganz wenig der Leidenschaft, die Sie bei Ihrer Rede dafür verwandt haben, die Deutsche Umwelthilfe zu beschimpfen, indem Sie dann diejenigen bekämpfen, die Probleme in unserem Land sichtbar machen, ein klein wenig von dieser Leidenschaft auch gegen die Verursacher, gegen die Betrügereien in der Automobilindustrie und für wirksame Lösungen für emissionsarmen Verkehr. Wenn Sie nur ein klein bisschen Leidenschaft auch dafür aufbringen könnten, dann wären wir bei der Bewältigung der Luftverschmutzung in unseren Städten schon sehr viel weiter. Das billige Manöver, glaube ich auch, dass das die Menschen durchschauen. Und es wird Ihnen daher aus meiner festen Überzeugung nicht gelingen, den Zorn, den berechtigten Zorn der Betroffenen, der Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer in unserem Land, von den Verursachern der Probleme, von ihrer untätigen Politik im Auftrag der Autolobby auf die Gerichte und auf die Ankläger umzulenken. Und Gott sei Dank entscheiden in unserem Rechtsstaat über die Gemeinnützigkeit immer noch die Finanzämter und nicht der Parteitag der CDU. Diese Regierung hat und zeigt immer wieder ihr gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat. Nicht nur im Umgang mit denjenigen, die Rechte vor Gerichten einklagen, sondern der Rechtsstaat kommt auch unter die Räder, wenn ein Minister wie Herr Stamm versucht, Gerichte auszutricksen, um Gefährder abzuschieben. Der Fall Sami A. hat im Nachhinein eins deutlich gezeigt: Der Rechtsstaat ist nicht wehrlos. Der Rechtsstaat kann rechtssichere Abschiebungen durchsetzen. Er hätte einfach die Papiere organisieren müssen und dann hätte diese Abschiebung rechtskonform vollzogen werden können. Nein, der Minister hat sich für einen anderen Weg entschieden, hat die Gerichte ausgetrocknet und nach wie vor, das ist nicht geheilt, nach wie vor war diese Abschiebung rechtswidrig und man hätte es auch anders lösen können. Nicht nur rechtsstaatlich bedenklich ist hier das Umgehen in der Causa Sami A. von Herrn Dr. Stamm, sondern auch von einem Innenminister. Ich finde es immer noch unerhört, Herr Reul, wenn Sie auch als Verfassungsminister in so einer Angelegenheit dann den Richtern in unserem Land Empfehlungen aussprechen. Erstens steht Ihnen das schon mal gar nicht zu. Und dann empfehlen Sie ihnen auch, Sie sollten doch ein bisschen mehr auf den Stammtisch hören, als es mit den Gesetzen so genau zu nehmen. Herr Reul, das war eine Entgleisung, das war eine Entgleisung. Und das steht einem Verfassungsminister, der die Verfassung und die damit verbundene Gewaltenteilung schützen sollte, nicht zu. Und rechtsstaatlich bedenklich ist auch Ihr Vorhaben in Sachen Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen, wo Sie ja auch mal wieder Kläger in Sachen Tierrechte an dieser Stelle mundtot machen wollen. Der Verursacher wird es freuen. Der Tierschutz bleibt auf der Strecke. Der Kollege Markus Diekhoff von der FDP, er ist gerade nicht im Raum. Ja, guter Mann, für Sie vielleicht. Er ließ sich in der Plenardebatte am 15. November, lesen Sie das mal nach, zum Verbandsklagerecht doch tatsächlich zu der Äußerung hinreißen, dass er
Tierschutzverbände nicht kriminalisiere. Das war ja mein Vorwurf, er kriminalisiere Tierschutzverbände. Nö, nö, er kriminalisiere sie nicht, denn sie wären kriminell. Welch ungeheure Entgleisung einer demokratischen Fraktion in diesem Haus. Nein, liebe FDP-Kolleginnen und Kollegen, nicht diejenigen, die Tiere quälen, ja, sind... Nein, diejenigen, die Tiere quälen, sind kriminell. Nicht diejenigen, die das vor einem deutschen Gericht anprangern. Und das unterscheidet uns offenbar fundamental von der FDP. Und das ist auch gut so, dass dieser Unterschied hier in diesem Haus einmal deutlich geworden ist. Und er wird heute bei der Debatte auch noch mal wieder deutlich werden, dass Ihnen Tierleid und Tierschutz nicht gerade eine Herzensangelegenheit ist. Und deswegen braucht es die Grünen, um dieses Thema hier in diesem Landtag überhaupt noch mal auf die Tagesordnung zu setzen. Und neben dem Klagerecht für Tierschutzverbände werden unter der Amtsführung der neuen Umweltministerin fleißig weiter ökologische Standards rückabgewickelt. Umweltpolitik spielt ja in den vorgängigen Reden auch eigentlich gar keine Rolle. Deswegen nur so weiter dazu. Das Jagdrecht wird ohne Beteiligung der Tier- und Naturschutzverbände, dafür aber mit Übernahme eigentlich aller Forderungen des Landesjagdverbandes hier auf den Weg gebracht. Jagdmethoden, die Tiere unnötig leiden lassen, egal, werden wieder zugelassen. Die Liste der jagdbaren Tierarten, darunter auch gefährdete Tierarten, wird wieder ausgeweitet. Und so weiter und so fort. Auch hier geht es um Tierschutz, hier geht es um ein ökologisches Jagdrecht, was von Ihnen rückabgewickelt wird. Auf Bundesebene streitet die Umweltministerin als Vorsitzende der Umweltministerkonferenz sogar weiter für die betäubungslose Kastration männlicher Ferkel, obwohl es tierschutzgerechte alternative Methoden gäbe. Und Rückabwicklung von ökologischen Standards, jetzt mal unter dem Mantra der Entfesselungsideologie, auch beim Landesentwicklungsplan, beim Landesplanungsgesetz. Mehr Flächenversiegelung statt Naturschutz, dafür weniger Freiflächenschutz, weniger Naturschutz. Statt Planungssicherheit für Investoren bei Windenergieanlagen, breit im Land Verunsicherung bei denen, die mit Bürgerparks in Zukunft investieren wollen und zukunftsfähige Arbeitsplätze in diesem Land schaffen. Erleichterung von Massentierhaltung durch vereinfachte Errichtung von agrarindustriellen Anlagen im Außenbereich und so weiter und so fort. Diese Politik der neuen Umweltministerin knüpft nahtlos an die Politik der Vorgängerin an. Sie richtet sich gegen Naturschutz, gegen Tierschutz und gegen den Gesundheitsschutz von Tier und Mensch. Und mit dieser Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, bekommen Sie vielleicht Zustimmung bei den einschlägigen Lobbyisten, beim Landesjagdverband und anderen. Aber sicher werden Sie mit dieser Politik nicht die vielbeschworene Mitte der Gesellschaft erreichen. Und wenn es nicht so schlimm wäre für die Zukunft unseres Landes mit dieser Politik, könnten wir Grüne uns eigentlich darüber freuen. Denn Herr Laschet, damit bekommen Sie auch ganz sicher nicht die Wählerinnen und Wähler zurück, die Sie ja gerne wieder zurückhaben wollen, die nämlich von Ihnen zu den Grünen abgewandert sind, weil Ihnen genau diese Politik nämlich nicht mehr passt. NRW braucht Geld statt Bildungskleinstaaterei. So titelt, Zitat, so titelt die WZ am 5. Dezember einen Kommentar von Uli Tückmantel. Er führt dazu aus, Lehrer hätten keine dienstlichen E-Mail-Adressen und keine Geräte, auf denen sie diese Mails lesen könnten. Und Kinder würden noch immer nicht aktualisierbare Schulbücher zum dreifachen Preis eines E-Books schleppen. Dann fragt sich der Kommentator, wie ich finde zu Recht, wie der Ministerpräsident zu der verwegenen Annahme kommt, in NRW hielten Eltern, Lehrer, Schüler ausgerechnet die Schulpolitik für das geeignete Feld, den deutschen Föderalismus zu verteidigen und damit die Mittel für den Digitalpakt zu gefährden. Das fragen wir uns auch, denn das ist keine Politik, Herr Laschet, im Interesse des Landes und einer guten Schule und einer guten Bildung. Das sind Machtspiele auf Kosten und auf dem Rücken unserer Kinder, die Sie hier in Berlin und im Bundesrat ausfechten. Und es ist nicht der Untergang des Bildungsföderalismus. Wir befinden uns ja in guter Gesellschaft mit Herrn Lindner, der auch das sagt,
wider besseres Wissens behaupten Sie hier, dass damit die Einheitsschule diktiert von den bösen Bundespolitikern auf den Weg gebracht wird. Das ist nachweislich falsch. Es geht um gute Bildung und es geht um mehr Geld für unsere Schulen. Und Sie blockieren diese Maßnahmen. Und dabei haben Sie doch in einem Koalitionsvertrag, die Schulministerin ist doch nicht da, die FDP hat doch da offenbar was ganz Vernünftiges noch unter Herrn Lindner hereinverhandelt, nämlich in Ihrem Koalitionsvertrag steht, vielleicht sollten Sie da mal einmal in der Woche reinschauen, dann würde hier Ihre Politik, glaube ich, etwas anders aussehen. Da steht nämlich, dass es einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung, wahrscheinlich ist das von Ihnen gekommen aus der FDP, mit neuen Kooperationsmöglichkeiten und jetzt kommt es auch unter Einbeziehung des Bundes für eine gute Bildung bedarf. Genau das ist passiert mit dem Digitalpakt und ich frage mich, warum Sie das blockieren. Das können Sie ja gleich ausführen. Leider haben wir bei Herrn Kretschmann das in den letzten Jahren auch nicht geschafft, ihn davon zu überzeugen. Das schmälert aber nicht unsere Kritik an Ihrer Politik. Der Koalitionsvertrag ist nicht nur hier mehr Schein als Sein und hält einem Realitätscheck nicht stand. Man sollte da wirklich ab und zu mal reingucken. Herr Lienkämper, Sie heißen ja neuerdings, las ich jetzt im WDR heute Morgen, Lucky Lutz. Also, bei Lucky Lutz unterm Weihnachtsbaum liegen viele bunte Päckchen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Und heute wird dann auch jeder in seinen Wahlkreis mit einem netten Geschenk gehen, was er vor Ort wahrscheinlich mit einem schönen Foto überreichen kann. Der Finanzminister ist da sehr großzügig. Was er allerdings nicht ist, beziehungsweise was er nicht hat, Herr Lienkämper, ist ein Plan, wie man dieses Land in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen und niedriger Zinsen für die Zukunft ausstellt. Denn es gilt der Satz, auch der ist, glaube ich, mal von Herrn Lindner gesagt worden. Es war ja nicht alles falsch, was er hier gesagt hat. Herr Lienkämper, ein Haushalt wird nicht in Krisenzeiten ruiniert. Und richtig ruinös ist tatsächlich, was Sie hier machen. Bei Steuermehreinnahmen. Nehmen wir uns noch mal die Zahlen vor. Seit dem letzten rot-grünen Haushalt 2017 Steuermehreinnahmen von 6,4 Milliarden Euro. Und gleichzeitig geringeren Ausgaben im Haushaltsvollzug, Sie hatten ja jedes Jahr auch ordentlich Geld übrig, von über einer Milliarde Euro, bringen Sie es im Jahr 2019, dem Jahr mit den höchsten Steuereinnahmen ever, weit über die 60 Millionen, hat es in NRW noch nie gegeben, aber auch gleichzeitig das Jahr mit dem höchsten Schuldenstand, den es in NRW gibt, da bringen Sie es tatsächlich auf mickrige 31 Millionen Euro Schuldenbau. Das muss man erst mal schaffen. Das sind 1,73 Euro pro Einwohner. Vergleich Berlin und Saarland, ja, nicht gerade reiche Länder. In Berlin beträgt der Schuldenabbau 279 Euro pro Einwohner. Und im Saarland schafft es sogar auf 80 Euro. Sie schaffen es auf gerade mal 1,73 Euro oder ich glaube 0,04% des Haushaltsvolumens. Herr Lienkämper, das ist nicht genug. Wenn in Zeiten von sprudelnden Steuereinnahmen so wenig in die Konsolidierung ging, ist das das Gegenteil von dem, was Herr Laschet in seiner letzten Haushaltsrede vor Regierungsübernahme noch angekündigt hat. Da hat er ein Drittel angekündigt und ein Drittel von 6,4 Millionen wären weit über 2 Milliarden und nicht 31 Millionen. Offenbar auch hier total Amnesie. Nicht nur nicht in den nötigen Schuldenabbau, Sie vernachlässigen auch dringend nötige Investitionen in die Infrastruktur. Und auch hier ist ein Umdenken nicht in sich. Schaut man in die mittelfristige Finanzplanung, sinkt die Investitionsquote sogar noch. Und wenn man mal guckt, was da alles mit reingerechnet wird, ist da auch viel schön getrickst. Da sind zum Beispiel die Zuführung zum Sondervermögen für die Risiken West-LB werden auch unter Investitionskosten verrechnet. Das fließt schon mal auch nicht in die nötige Infrastruktur. Gleichzeitig schaffen Sie es aber auch wieder zu Rekorden, nämlich Rekorden bei den Personalausgaben für die Ministerien. Über 450 Stellen.
ohne zu sagen, wie das wieder bereinigt wird. Sie ignorieren alle Warnungen der führenden Wirtschaftsinstitute. Heute Morgen konnte es noch mal noch wieder in den Zeitungen nachlesen. Die fetten Jahre sind vorbei. Der Steuersegen wird langsam nachlassen. Die Wirtschaftsdaten gehen zurück. Und Sie verpassen hier den Zeitpunkt für eine ganz wesentliche Maßnahme, die jetzt passieren muss, wo die Zinsen noch niedrig sind, wo das Wirtschaftswachstum noch da ist, nämlich den Kommunen dabei zu helfen, aus der Schuldenfalle zu kommen mit einem Altschuldenfonds. Jetzt wäre die Zeit dafür. Auch diesen Zeitpunkt werden Sie verpassen. Und apropos Kommunen, unter diesem schönen Weihnachtsbaum von Herrn Lienenkämper liegen allerdings auch Geschenke, die die Beschenkten selber bezahlen müssen. Denn die so gerühmte Weiterleitung der Integrationspauschale, man höre und staune, wird von den Kommunen selbst bezahlt. Denn sie kriegen dafür nicht die von Ihnen versprochenen Mehreinnahmen, Mehrzuweisungen für die Flüchtlingsaufnahme, weil die Kosten höher sind. Das haben Sie versprochen, dass alle Kosten für die Flüchtlingsaufnahme bezahlt werden. Herr Laschet, es waren noch Rot-Grün, die in einer Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden gesagt haben, wir machen eine Ist-Berechnung. Ja, jetzt liegt das Gutachten vor. Wie viel kostet denn die Flüchtlingsunterbringung? Und diese Ist-Berechnung zeigt, dass sie weit höher liegt als die 10.000 Euro, die derzeit da sind. Dann ist die Regierung zugegangen, ich mache da auch gar nicht den Herrn Lienenkämper unbedingt für verantwortlich, der genau das Geld im Haushalt eingestellt hat, damit die Kommunen auch diese erhöhten Kosten bezahlt kriegen. Und genau diese 332 Millionen Euro, die Herr Lienenkämper für diese Maßnahmen, was Sie versprochen haben, vorgesehen haben, werden von den Fraktionen wieder rausgekürzt, um eben diese Integrationspauschale weiterleiten zu können. Das ist ein Taschenspielertrick und da veräppeln Sie die Kommunen. Und das ist kein Geschenk, ja, das ist Veräppelung. Und ich muss vorsichtig sein, um es hier nicht noch schärfer zu fassen, für das ich dann wahrscheinlich eine Rüge bekommen würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sind Ihre eigenen Ansprüche, an denen Sie immer wieder in der Haushaltspolitik scheitern. Und die Redezeit ist auch viel zu kurz, um all das aufzuzählen, was Sie hier noch versprochen haben und was Sie mit dieser Haushaltspolitik hier heute nicht einhalten. Ich finde es ganz schön, um das nicht überzustrapazieren, das haben wir in der ersten Lesung, in der zweiten Lesung alles aufgeführt. Ich finde es ganz schön, wie Christian Lindner in der Haushaltsdebatte des Bundestags, da ist er ja in seiner Lieblingsrolle als ewiger Oppositionsführer. Und da kann er ja immer ganz schön und gut schwadronieren, aber da sagt er mal was Richtiges. Nämlich am 13.09. sagt er in der ersten Lesung des Bundeshaushaltes, hören Sie mal zu, nachhaltige Haushaltspolitik haben Sie falsch verstanden, Richtung Bundesregierung und unsere Verfassung auch. Und jetzt der weltbewegende Satz, es gibt keine Pflicht, alles Geld auch wirklich auszugeben. Das ist nicht verantwortungsvolle Finanzpolitik. Herr Lübcke, genau das machen Sie hier. Sie geben einfach alles Geld aus. Und das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja? Und weiter sagt er, niemals wäre es leichter, dass sich unser Land neu erfindet. Nichts passiert. Es wäre möglich, alte Schulden zu tilgen, das Risiko steigender Zinsen zu minimieren, wenn jetzt nicht benötigte Rücklagen und Sondervermögen aufgelöst würden. Und in der zweiten Lesung wirft er der Regierung, der Bundesregierung, zu Recht die hohen konsumtiven Ausgaben und zu wenig Investitionen vor. Das, was ich im Übrigen gerade auch gemacht habe, und bringt ein schönes Bild dazu. Sie, also er spricht die Regierung an, schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden, Frau Bundeskanzlerin. Das ist mit Blick auf die Entwicklung gefährlich. Ist wirklich nicht alles schlecht, was Herr Lindner nur vor sich gibt. Ersetze Bundeskanzlerin durch Ministerpräsident und dann stimmt die ganze Sache, außer dass Sie sich nicht an diese Politikvorgaben halten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Sie haben einmal mehr bewiesen, dass in dem Moment, wo Sie in Regierungsverantwortung kommen und diese schönen Oppositionsblasen, die Herr Lindner ja auch immer wieder von sich gegeben hat, hat sich ja schnell vom Acker gemacht, dass Sie dann zu dem wieder sich zurückentwickeln, was Sie immer waren, zu einer Funktionspartei und Mehrheitsbeschaffer, die Ihre eigenen Ansprüche im Übrigen nicht nur im Bereich Bürgerrechte, sondern auch bei der Haushalts- und Finanzpolitik komplett hier kassiert und vergisst.
Mein Fazit: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat keine Antworten auf die entscheidende große Herausforderung der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Und ich bin mir sicher, gleich wird Herr Laschet auch noch sprechen, wie eine Dekarbonisierungsstrategie, wie eine Strategie ohne Verstromung, Kohleverstromung, wie diese Strategie für NRW, für unsere Industriegesellschaft gelingen kann, ohne soziale Brüche, ohne Deindustrialisierung, dass er, das befürchte ich, auch heute wieder die Antworten dazu schuldig bleibt. Und das, Herr Laschet, ist das größte Problem, was wir mit Ihrer Regierung hier haben. Zweitens, auf der bundespolitischen Bühne ist der Ministerpräsident wohl eher für parteipolitische Profilierung, nicht aber unbedingt für die Interessen unseres Landes unterwegs. Für die Vermeidung von Fahrverboten nichts Wirksames erreicht, wie zum Beispiel verpflichtende Hardware-Nachrüstung, keine klare Kante gegen Autolobby, für die Vermeidung von Fahrverboten, stattdessen Beschimpfung von Umweltorganisationen, die Rechte einklagen. Wenn es Geld für Bildung gibt, lehnt er dankend ab, um sich als föderaler Fürst aufzuspielen. Er verhindert im Bundesrat Lösungen, um Tihange beispielsweise vom Netz zu nehmen. Stichwort Brennelemente-Lieferung aus Deutschland. Da lag ein guter Antrag aus Baden-Württemberg vor. Sie verstehen sich doch so gut mit Herrn Kretschmann. Der hat einen guten Antrag. Warum haben Sie den denn nicht mitgemacht? Denn in dem Moment, wo es keine Brennelemente mehr aus Deutschland geht, dann ist dieser Reaktor schneller vom Netz, als wir uns denken können. Und diese Politik würde mehr bringen, als nach Belgien zu fahren, schöne Fotos zu machen und komplett ohne irgendwas wieder nach Hause zu kommen. Und auf Bundesebene sehen wir auch noch nicht Ihre Erfolge, dass Sie hier Strukturmittel für das Rheinische Revier, im Übrigen auch für das Ruhrgebiet, hier wirklich akquirieren konnten. Und ich fürchte, Herr Laschet, für Sie, dass auch mit dieser Politik wahrscheinlich die Kanzlerkandidatur auch nicht in Sicht ist. Wir warten wahrscheinlich zum Dritten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, auf die Versprechen aus Ihrem Koalitionsvertrag einer nachhaltigen Finanzpolitik. Denn, Herr Liedenkemper, die heute vernachlässigten Investitionen, das sind Ihre Schulden von morgen. Und dieser Politik werden wir uns entgegenstellen. Dankeschön und diesen Haushalt ablehnen.